to you. Vielleicht müssen Imperium schon wieder von vorne anfangen. Ja. Ja. Ja, das ist in letzter Zeit noch häufiger passiert, ne? Ich kann auch nichts mehr mitnehmen. Kein Saatgut mehr. Kommt kein Hanf mehr an. Wir haben nichts mehr zu rauchen. Was hat denn für eine Holzhütte hier? Das kann doch keiner ernst meinen. Soll das eine Jagdhütte sein? Weiß ich nicht, bestimmt. Oh, die ist aber safe, da kommen wir nicht hoch. Leute, die ist safe, da kommen wir nicht hoch. Hier ist ein Lagerfeuer. Hier sind Kisten. Hier sind keine Beute drin. Das war einfach nur ein Ausguck. Ja, aber hier sind jede Menge Tiere. Ein Schwein. Wildschweine, 2 Stück. Pilze, da hinten ist ein Wolf. Und da hinten ist ein Chris. Der erste, der Chris erlegt, kriegt 1 Euro. Ich hab keine bei euch. Deswegen bist du ja das Ziel. Oh. Wo ist denn der Olli jetzt? Da hinten. Ach, den Olli hänge ich gleich so einen Peilsender um den Hals. Aber warum willst du denn die Wildsau töten? Du kannst das auch gar nicht mitnehmen. Ei. Weil ich's kann. Oh, das ist doch Fleischverschwendung. Dann mach halt ein Inventar leer, dass du das Fleisch mitnehmen kannst. Schöne leckere Schweinefleisch. Schön süß-saure Soße dabei. Portion Reis. Dann haben wir Schweinefleisch süß-sauer. Hallo. Oh ja, Stich ist du Sau. Eine wütende Kürbislaterne. Läuft die gerade weg, oder? Ey, mein Pfeil! Oh, ein Drecksack! Dann mach das noch einmal, ne? Ich schwör's dir. Ja, jetzt liege ich hier, kann nicht aufstehen. Ja, du stirbst auch gerade. Ja, du, wieder. Keine Ahnung. Kommt davon, macht das nie wieder. Oh! Haha! Hier ist noch eine Fackel, wenn eine brauchst. Ich hab 2 gemacht. Ich kann das Fleisch nicht aufheben. Ja, hab ich. Wollt ihr noch mal meine Schrotze gucken? Nee. Voll auf den. Na, lass mal lieber. So, wo rennen wir jetzt hin? Wieder zurück. Aber voll in die Fresse geschossen. Wieso zurück? Ich habe keinen Platz mehr, das ist doof. Ja, auch keinen Platz mehr. Ist einer bei der Hütte? Nein. Nein. Ja, bist du zurück. Einer in der Nähe? Nein. Nein. Weil klar, die ziehen alle lieber ihr eigenes Ding durch. Wie teleportiere ich mich denn jetzt zu meiner Foundation? Slash Home, Leerzeichen und dann den Namen.
Ah, das geht. Spawn ist bestimmt gleich in den Bär. Nein, da kommt das nächste Schwein. Wow. Das ist David, bezeichne ihn nicht mal als Schwein. Wow. Echt, ne? Also, wow. Ich bin halt wieder nett zu dir, hm? Sag dir das. Ja, es tut mir leid. Ich kann es ja am Wochenende vor mir frei haben, wenn du möchtest. Wow. Und dann? Keine Ahnung. Vor uns hat er viel. Okay. Bin ich noch auf dem Weg nach Hause? Ja, der Weg stimmt noch. Du könntest dich jetzt zu mir porten, André. So, ich fast da bin. Sicher. Natürlich. Gar nicht, wie schnell ich bin. Wenn man sein Gehänge im Zaum hat, kann man schnell rennen. Jo. So, denkt dran, bis morgen, ne? Habt alle Hausaufgaben auf, ne? Ich hab schon Hausaufgaben? Gesagt, was? Na, oh, was wir denn nicht spielen wollen. Ach so. Jeder soll mir ein Game nennen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Battlefield 3. Battlefield 3 haben nicht alle. Battlefield 4 haben alle. Ich habe kein Battlefield 4. Nein. David hat wohl Battlefield 3, 4. Habe ich EA Access? Stimmt, dann haben wir auch Battlefield 3. Ja, echt. Warum hast du kein EA Access, Chris? Dann hast du auch Battlefield 4. Was zum Teufel ist EA Access? EA Access für 3,99 Euro kannst fast alle Spiele von denen spielen. Richtig. Wow. Ohne sie zu kaufen. Wow. Für 4 Euro im Monat. Ah, die Kisten sind voll. Räumt mal einer auf. Ich bin wieder so weit, Olli. Wollen wir wieder gehen? Nee, ich brate jetzt erst das Fleisch. Willst du auch ein bisschen Fleisch essen? Wir haben doch überall noch 50 Fleischsteine in so einer Kiste. Egal, ich brate das trotzdem jetzt erstmal. Ja, dann brat du erstmal. Ich brate jetzt erstmal. Dann brate ich erstmal einen Storch. Komm, Olli, ich hab was für dich. Warte, ich hab auch gleich was für dich. Komm, wir jagen David oder Chris, dann gucken wir zuerst für ihn. Ich hab jetzt mal Space Engineers gestern noch runtergeladen. Habt ihr schon Boss Thunder runtergeladen? Nein, immer noch nicht. No. Chris, du? Nope. Außer Olli hat das niemand vorbereitet, ja? Kann ich noch. Das ist korrekt. Okay, dann haben wir das schon mal. Olli ist ein Streber. Richtig. Wir brauchen ihr wollt nur alle nicht mit mir Warp Thunder kochen, ihr Drecksäcke. Wir brauchen doch den Button für Streberalarm. Streberalarm. Extra Streberalarm. Oh, Olli. Ja, ich mach das morgen früh, vielleicht. Vielleicht. Wenn ich dran denke, morgens denke ich nicht dran, weißt du? Ich weiß immer, irgendwas wolltest du machen, wenn ich dann da am PC sitze. Schubst dich, du Sumsebiene. Ja.
Was sagst du, es kommt der David gleich und sagt wieder, du hast dir meine Nudeln verdient. Ja, irgendwie sowas. Was? Und dann stehen wir da und Tja, und dann stehen wir da. Hat er seine Nudel rausgeholt, das geht ja hier. Und dann schwängelt er mit seiner Nudel durch die Gegend. Wieso verkohlt das Fleisch eigentlich so unregelmäßig? Fleisch random. Holst du einfach raus, wenn es fertig ist. Musst du doch nicht warten, bis alles fertig ist. Nein, das dreht ja so unregelmäßig. Mal eine, mal fünf. Ich schieß mal Richtung Hütte, ohne den Olli zu sehen. Mal gucken, ob ich ihn treffe. Das war zu hoch. Das war zu niedrig. Hast du dich erwischt? Nein. Ah. Ich habe nicht mehr so viele Pfeile, nur noch 20. Wieso sind eigentlich unsere Maiskolben so verdorrt? Vielleicht wächst das nicht, weil das trocken ist oder so. Dann muss jeder mal seinen Strahl da abfeuern. Also wie lange brauchst du denn für Fleischbraten? Das dauert halt so lange hier. Meinst du, es geht schneller, wenn du es ausmachst? Wie gut, ob du doch da bist. Alles nur Saboteure hier. Für meine Schrotze noch einen Schuss. Den habe ich mir für einen aufgehoben. Wenn der nächste nämlich nervt, kriegt die ab. Olli hat schon einen abgekriegt. Ja, echt? Ja. Hat da rumgekreischt wie ein Mädchen. Ich verblute! Ich hab Schrotkugeln im Auge. Ich hab Pfeil im Knie. Ich hol mir Eis, ich will Eis. Was für ich eine muss Sorte Pippi. Denn? Was für eine Sorte denn? Das ist mal im Hintern egal. Scheiße, welche war das denn jetzt wieder? Ja, welche war Revolution. Das? Revolution. Ja, richtig. André weiß es. Hä? Menno. Evolution. Was haben sie mit dieser Gummipuppe gemacht? Mit Head and Shoulder. Ja, Head and Shoulders. Rettet die Welt. Head and Shoulders. Dem ist der Umsatz bestimmt gestiegen. Bestimmt. Och Olli, lass doch unsere Mais pflanzen. Olli brennt unser Mais nieder. Das gibt jetzt Popcorn. Nein. Aber da sind doch keine Maiskolben dran, du Idiot. Ach so. Brennt aber ganz schön lange, der dünne Stängel. Ich weiß aber, warum Waldbrände so schlimm sind. Richtig. Das sind gar nicht die Bäume, die so lange brennen. Das ist der ganze Mais, der dazwischen wächst. Das vertrocknete Unkraut und so. Muss Olli jetzt eigentlich schon wieder hin? Na drin. Aua! Welcher Depp hat eigentlich den Türen so aufgebaut, dass er mir immer in die Fresse haut? Beschwerden abgelehnt. Nein, man würde die andersrum drehen können. Hätte Fahrradkette. Pass auf, Junge, das spielen wir Wochenende mal wieder. Hört wohl. Oh ja. H2O. Ja, wir zocken H2O. Oh, ich hab Maschendraht-Soundtor. Da können wir wenigstens Boot fahren. André, ich hab Maschendraht-Soundtor. Hast du den Maschendraht-Sound? Ich hab Maschendraht-Sound gefunden. Ja, okay, ich hab den Maschendraht-Soundtor. Und ich hab Maschendraht-Town. Oh. Und ich hab Buschhut. Cool.
Oh, mal gleich aufschauen. Jetzt habe ich einen neuen Namen für einen Charakter in Black Desert Online. Kim Jong Townsor. Oh, Mann. Oh, wir haben ja sogar zwei Handgranaten. Ja, und eine Ladung C4. Immer C4 mit, weil kriegt man damit eine Tür auf? Na. Aber eine Holztür doch bestimmt. Wir wollen das doch nicht verschwenden. Aber vielleicht kriegen wir irgendwo eine Holztür auf damit. Wir sind auch geradet worden. Okay. Ich habe eine radioaktive Vergiftung. Das klingt aber nicht wie radioaktive Vergiftung. Ich wollte ja nicht sagen. Ich habe gehört, Chris sponsert uns wieder einen Minecraft-Server. Ja, mit einem Gigabyte. Nein, du musst schon mit 8, so wie das auch noch machen. Ich habe übrigens auf dem Minecraft-Server mittlerweile kein Minecraft-Server mehr, sondern hier. Wie heißt das andere Game, was auch Java ist? Ich habe den Namen gerade vergessen. Rising World. Ja, das habe ich mal drauf gemacht. Okay. Weil mir der Server mit dem 1 Gigabyte und Peter Best Infinity Evolve mittlerweile auch regelmäßig abstürzt, obwohl keiner drauf ist. Echt? Ja. Ja, 1 Gigabyte ist ja auch ein bisschen wenig, ne? Da braucht ja bei uns ach, schon im Leerlauf 3 Gigabyte. Das Server fängt schon an zu lenken, wenn ich alleine drauf bin, also. Wir haben noch für 2 Tage einen Project Zomboid Server. Wow, 2 Tage, das lohnt sich ja. Ja, total, ne? Erstmal ein 500 Folgen Let's Play draus machen. Was ist so Project Zomboid? Ja. Project Zomboid ist cool, ja. Wir könnten den Imperium Server, solange wir keine neue Staffel starten, könnte ich daraus noch Zomboid Server machen. Hat ein bisschen viel Power dann, aber naja, ne? Stellen wir aber dann alles auf die höchste Schwierigkeitsgrad, ne? Selbstverständlich. Und kommt pro Tag ein paar hundert Zombies dazu. Na klar. Weißt du, wie man so einen Server moddet? Kommt drauf an, was für ein Game. Der Project Zomboid. Ja, keine Ahnung, mit dem Game kenne ich mich nicht aus. Weil ich wollte die Mod benutzen, wo alle Karten zusammengefügt sind, weißt du? Dann mit dem im Internet mal gucken, ob das irgendwie automatisch geht, ob du da von Steam die ID eingeben kannst. Weil da gibt's ja auch da Walking Dead Gefängnis und so. Okay. Ist der Olli da immer noch drin? Ja, ich hab die Scheiße wegsortiert. Könnten wir nämlich Project Zomboid machen. Project Zomboid? Mhm. Ja, das ist noch ein Zombie Survival Game. Ja, das wäre nochmal, aber das wäre ja eine Idee. Die Sicht ist zwar. Muss ich aber erst kaufen. Ja, die Sicht ist zwar sehr merkwürdig, aber man gewöhnt sich schnell dran. So, nu? Du gehst vor, los, lauf, 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 lauf. Ich kenne mich doch gar nicht aus hier. Ja und? Ich auch nicht. Die Zombies reagieren wenigstens noch cool. Ich kenne den Weg zum Airfield. Mhm. Die kannst du mit Geräuschen, aber wenn du mit mehreren Spielern spielst, kannst du. Entschuldigung. Macht einer Krach und dann kannst du die Zombies alle wegloben. Cool. Sollte aber einer sein, der auf Ausdauer geskillt hat, weil. Viecher sind sehr hartnäckig. Ah. Nicht wahr? Ich weiß nicht, ob Chris das schon mal gespielt hat. Oder ja, aber haben tue ich es, aber ich habe es nur 3 Stunden gespielt. Warum? Bist du daran gestorben oder was? Das ist nicht, aber es hat mich jetzt nicht so geflasht. Was ist schon länger her. Dabei ist das voll cool. Ist eigentlich noch Beta? Ich glaube schon, ja. Wieso hast du eine Schwein jetzt um? Wir haben genug Fleisch. Ja, ich kann.
Ja, aber nur weil man das kann, haut man das noch nicht um. Ja, doch, hat Olli vorhin noch auch, also hab ich auch gemacht. Oh Mann, Olli. Deswegen bringt's doch Erfahrung. Olli. Dann musst du es auch ausnehmen. Ich hab keinen Platz im Inventar. Was? Wieso das denn nicht? Weil ich nicht leer gemacht hab. Weil André sein Inventar nie leer macht. Du bist so ein Honk, Alter. Das ist nur eine Ausrede, er hat das leer gemacht. Glaub mir kein Wort. Vielleicht macht der Mr. Loot Ninja höchstpersönlich. Ja, nein, ja, vielleicht. Nämlich Looter King. Warte mal eben. Was gibt's denn da an Rathaun? Da würde ich nicht hingehen, da war ich gerade. Und da würde ich nicht hingehen ohne Strahlenschutzanzug. Nee. Da bin da gerade so noch rausgekommen. Da weißt du Bescheid, Olli. Wir gehen in die Richtung und wer da wird zuerst erledigt, da kriegt den ganzen Loot. Na. Ich hoffe auch. Jagd auf David. Ich hab nix. Möge die Jagd eröffnet sein. Ist das ein Wolf? Nee, ein Hirsch. Ihr kennt doch alle den Film Predator, ne? Was machen wir jetzt mit David und Chris? Ich sehe es noch kaum, dass das sicher einer stirbt und der Admin band dich. Ich glaube auch. Weißt du, wie egal mir das gerade ist? Wieso? Weil hier tote Hose ist. Was denn heute sollte hier und? Du weißt doch gar nicht, was wir zeigen sollen mehr. Ja, das weiß ich auch nicht, was du zeigen möchtest. Ja, das ist ja das Problem. Hier ist ja nichts, was ich zeigen möchte. Das ist ja nichts, was du zeigen möchtest. Ja. Keine Ahnung, das haut mich jetzt nicht gerade so vor den Hocken mit mir. Ach, hätten wir nur einen guten Arma 3 Server ohne Apex. Ja. Ja, das wäre gut. Schön altes Live. Ja. Altes oder Lakeside würde mir reichen. Oder Lakeside, ja. Wobei ich Lakeside noch nie gespielt habe. Ja, dann könnten wir ja auf den Server von Washi gehen. RPG Live. Das ist Lakeside, die haben sogar ihre eigene Karte. Aha. Ja, da muss ich auch noch mal gucken, ob ich da raufkomme und alles. Habe ich auch noch nicht geschafft. Ja. Und die machen ziemlich guten RP da. Da triffst keiner, der sagt, hat eine Waffe? Nein? Das ist ein Überfall. Ja, das ging nämlich gleich vom Server. Ja, das war eine lustige Geschichte. Ja, müssen wir fürs Wochenende mal ein paar alte Server ausprobieren. Dann haben wir das doch mal für unseren langen Samstag. Testen ein paar alte Server. Schön. Oder Lakeside oder was auch immer. Jetzt zur Not hätten wir immer noch bei Altis Zero One, ne? Da könnten wir wieder hingehen. Ah, das stimmt. Die haben immer noch Altis und Tanur. Die haben beides, das stimmt, das habe ich auch gesehen. Wäre eine Möglichkeit. Wenn wir unseren Kram sogar noch haben, haben wir sogar noch einen großen LKW. Und ein bisschen das Geld. Stimmt. Und dann können wir Rebellen werden und dann. Das weiß ich nicht. Ist der Zug da nicht schon abgefahren für? Was zum Rebellen werden, ist der Zug niemals abgefahren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dann überfallen wir halt die Leute dann dauernd. Dann sind wir keine Rebellen, dann sind wir nur stinkige Banditen. Ja, dann machen wir stinkige Banditen, ist doch scheißegal. Aber wir brauchen die Rebellenlizenz, um an die dicken Waffen zu kommen.
dicke Waffen hört sich schon mal gut an. Wir müssen natürlich das gepanzerte Fahrzeug natürlich haben, ne? Mit dem einmal durch die Stadt fahren und schon hast du die ganzen Bullen am Hals. Aber der Wagen ist ja illegal. Ja, richtig. Genau so. Und dann erstmal warten, bis die Bullen hinter einen sind, voll die Bremsung reinhauen. Mhm. Und warten, bis die hinten drauf fahren, weil der Wagen ist gepanzert. Ja, dann das Turmgeschütz drehen und sie wegrotzen. Na, das könnten wir mal machen. Warum sollen wir immer nur die netten Zivilisten sein? Wir machen mal die Arschkarte raus. Weil wir es können. Und wenn uns einer fragt, Chris ist unser Anführer. Er hat's befohlen. Steht alle unter dem Einfluss von Chris. Wow. Oh, die rechts ist was. Das ist wahrscheinlich Red Town. Das ist Red Town. Ja, super. Also wir haben David verpasst. Oh ja, wir erpressen Schutzgeld. Ja. Ja, wir können ja auch diese Banditen sein, so wie die dann sagen, nur einen Teil der Beute abnehmen. Sollten wir sowieso nur tun. Das Haus bei mir hinten sieht aus, als ob man swaden kann. Mhm. Weiß ich, wo du bist. Bei der Sphäre, immer noch. Ich warte, dass die Kisten respawnen. Oh, was? Du wartest, dass die Kisten respawnen? Ja. Wow. Nee, du bist jetzt in der Stadt drin, oder was? Jo. Hast du nicht Radioaktivität? So ein bisschen. Ja. Ich hab mal. Oh, Hilfe, Hilfe, ich sterbe. Ja? Du, mir wächst gleich eine Hinternhand. Da hat er wieder seine Hinterhand. Hinternhand. Hand, Hintern. Ne? Hier ist ein Tunnel. Tunnel? Olle, hier ist ein Tunnel. Ich bin ihm gar nicht hinterhergelaufen, weißt du, so ist es zwischen euch. Das sind immer so eine interessanten Angaben auch, ne? Mhm. Hier ist ein Tunnel. Hier ist ein Tunnel. André, Tunnel. Mhm. Hier sind hüpfende Pum-Pum-Punks, ne? So wie bei mir heute in No Man's Sky. Punkt-Punkt-Punks. Olli hat gesagt, ich habe South Park-Folge gefunden. Die mit den Pum-Pum-Pum-Karzinomen. Ah. Ja, okay. Wow. Oh, gut. Olli, ich habe hier ein Rohr gefunden. Das ist größer als meins. Ja, alles ist größer als deins. Oh, hier stehen Fässer rum, außerhalb der Stadt. Wir haben ein Schwert gefunden. Wer will sich mit mir duellieren? Es ist Zeit für ein Duell. Ja. Ah. Oh, ich hab einen Holzspeer und Steinbeil. So ein Scheiß findet man in der Kiste. Ja. Man findet noch viel größeren Scheiß. Ja. Der gibt voll den Hardcore-Loot, weil ich hier Radioaktivität kriege. Wasserflasche und ein Wasserfass habe ich jetzt gekriegt. Ein ganzes Fass voll Wasser? Nein, aber nur Wasserfass. Mein Wasserfass. Eine leere Thunfischdose, was mache ich denn damit? Ich habe eine richtige Jeanshose gefunden, wenn einer eine Jeanshose will. Die habe ich schon. Wie? Nein, ich habe eine Holzhose. Ja, die kannst du ja drüber ziehen. So, wo bist du jetzt? Keine Ahnung. Ich renne erstmal aus der Stadt ein bisschen raus, weil das wird nicht so heiß hier.
Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ah, ich sehe ein Auto. Ich bin wieder dahin, von wo wir gekommen sind. Am Strommast stehe ich jetzt. Ich glaube, ich sterbe gleich. Nur noch 40 Leben. Ich habe hier jemanden essen hören. Hat jemanden essen hören? Ich bin jetzt auch an dem Strommast. Hier ist niemand. Das ist wahrscheinlich an dem anderen Strom. Da hinten sehe ich, glaube ich, jemanden.